Genau, meine Gesprächspartner wurden ja bereits vorgestellt. Vielleicht würde ich da gerne gleich anknüpfen, Herr Möllers. Volker Beck hat gerade darauf verwiesen, dass Antisemitismus eben nicht lediglich eine Form der Diskriminierung wie viele andere ist, sondern es sich eben dabei auch um einen verschwörungsideologischen Welterklärungsversuch handelt. Kann man da auch dann rechtlich nochmal eine Unterscheidung machen? Oder würden Sie sagen, es würde da schon auch Sinn machen, sozusagen dann Antisemitismus und Rassismus, so machen Sie es ja auch in Ihrem Gutachten, da sozusagen gleich zu behandeln? Also auf der Phänomenebene würde ich tatsächlich sagen, sind Rassismus und Antisemitismus unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, es gibt gute Argumente dafür, den Antisemitismus da nicht einzureihen. Auf der Ebene des Gleichheitssatzes tatsächlich ist es schwierig, da zu differenzieren, würde ich sagen. Also Absatz 3 wird da, glaube ich, nicht unbedingt einen großen Unterschied machen. Wenn man einen Unterschied machen kann, und das ist eigentlich wenig bemerkt worden in der Literatur, dann würde ich sagen, kann man ihn eher auf der Anwendungsebene machen. Etwa bei der Frage, inwieweit jemand, der beschimpft wird, der diskriminiert wird, inwieweit wir hier sozusagen eine Äußerung haben, die im Kontext des Deutschen, in der deutschen Geschichte, im Kontext halt auch der deutschen, auch des politischen Klimas im Grunde sowas wie den öffentlichen Frieden in Frage stellt. Da hat der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts bei einem Urteil, wo es um Kommunalpolitik in NRW geht, einen Maßstab angesetzt, der, glaube ich, tatsächlich schärfer war, als er das vielleicht bei anderen Diskriminierungsformen getan hätte. Das scheint mir insofern richtig zu sein, weil ich glaube, axiomatisch ist es sehr schwierig, sozusagen Diskriminierung gegeneinander auszuspielen. Während man, glaube ich, schon sagen kann, im deutschen Kontext gibt es vielleicht bestimmte Sachen, die anders klingen als andere. Was ich tatsächlich nicht glaube, auch vielleicht ein bisschen Widerspruch zu dem, was hier gesagt wurde, ist, dass wir mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung so ganz weit kommen. Es ist richtig, dass das Bundesverfassungsgericht die Menschenwürde und den Antisemitismus als Teil und Antisemitismus als Verstoß gegen die Menschenwürde und das als Teil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in seine Rechtsprechung zu den Parteiverboten eingepackt hat. Aber man muss natürlich sagen, das ist alles immer im Kontext einer Prüfung, die eine politisch aktive, kämpferische, sagen politische Partei betrifft, die dann die Mehrheit erringen will oder Stimmen gewinnen will und agieren will. Das wird immer mit eingepreist in diese ganze Argumentation. Und es ist nicht so ganz selbstverständlich und, glaube ich, auch nicht unbedingt möglich, die zu übertragen auf Leute, die erstmal sich nur irgendwie so äußern, ohne sagen die institutionelle Macht zu haben, die halt das Parteiverbotsverfahren in bestimmten Fällen begrenzen will. Das klappt, glaube ich, nicht. Das scheint mir auch ein bisschen Grundproblem dieses Vorschlags aus Berlin zu sein. Also Rassismus und Antisemitismus sind in gewisser Weise, obwohl sie sich überschneiden in ihren Weltbildern, aber doch juristisch gesehen andere Probleme als der Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich würde gerne noch kurz bei Ihnen bleiben. Herr Möllers, Sie stellen ja in Frage sozusagen, ob es diesen Paradigmenwechsel überhaupt braucht mit einer Anti-Antisemitismus-Klausel. Also Ursprung war ja die Dokumente vor 2 Jahren. Sie schreiben in diesem ersten Gutachten, stellen eben in Frage, ob es einen Paradigmenwechsel in diesem Vertrauensverhältnis sozusagen zwischen Staat und Künstlern braucht. Bislang hat man sich da vertraut. Sie befürchten da, dass es zu einem Generalverdacht kommen würde, wenn ich Sie richtig verstehe. Könnten Sie das nochmal begründen? Naja, auf der einen Seite glaube ich, dass ja doch was funktioniert hat. Also wir sollten ja nicht so tun, als hätte es vor der Documenta 15 keinen Antisemitismus in der Kunstszene gegeben. Ich denke an die Biennale in Sao Paulo, also wo Israel, also es gibt eine Menge Antisemitismus schon vorher. Und die Documenta 15 hat ja den Diskurs maßgeblich verändert. Und ich glaube, eine Sache, die sich verändert hat, ist, dass gerade auch den Leiterinnen, Leitern der Kulturinstitutionen, den Museumsdirektorinnen, den Festivalleitern und so weiter, klar geworden ist, dass sie da eine Verantwortung für haben. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine Sache, wo der demokratische Diskurs funktioniert hat und gesehen hat, hier gibt es sozusagen Akteure, die müssen dann auch dafür einstehen, was da passiert. Etwa die Documenta-Geschäftsführung, was sie in dem Fall vielleicht erstmal nicht getan hat, aber was sozusagen die Rollenbeschreibung angeht. Dann kann man im zweiten Schritt fragen, wie man das verrechtlicht. Und da in der Tat habe ich meine Zweifel, gerade weil ich tatsächlich glaube, dass wir auf der einen Seite tatsächlich dann uns fragen müssen, wie können wir eine sagen, gleichmäßige, nicht selektive Anwendung von solchen Regeln eigentlich sicherstellen. Da habe ich bisher keinen Vorschlag gesehen. Muss ich wirklich sagen, da sind die Vorschläge aus der Politik einfach nicht hinreichend. Die sagen, darf man nicht, aber dann folgt nichts daraus. Und auf der anderen Seite muss man sich auch noch mal fragen, wollen wir eigentlich tatsächlich, und das ist eine Frage, die man ja diskutieren kann, aber wollen wir tatsächlich das Verhältnis der öffentlichen Kulturinstitutionen zum Staat unter so einen Vorbehalt stellen, man muss sich erklären, man muss sich offenbaren, man muss das unterschreiben. Ist das eigentlich ein guter Umgang? Oder muss man nicht vielleicht eher sagen, wenn ein Skandal passiert, dann muss vielleicht auch mal ein Museumsdirektor zurücktreten, dann ist halt was passiert. Das ist sozusagen die liberale Version der von Verantwortlichkeit. Aber sozusagen Formulare unterschreiben zu lassen und solche Bindungen einzustellen,
bringt dann erstmal nichts viel und ist zweitens auch, ja, selektiv in der Anwendung. Würde ich gerne später gerne nochmal vertiefen. Herr Heinemann, ich würde Sie auch gerne fragen, schafft der Staat mit einer Antisemitismusklausel aus Ihrer Sicht Misstrauen gegenüber der Verfassungstreue der Kulturschaffenden? Ja, ich möchte zunächst einmal einhaken auf das, was der Kollege Möllers gerade gesagt hatte, dass wir sehen würden am Beispiel der Documenta, dass die Dinge ja irgendwie funktionieren. Ich habe da so meine Zweifel, ehrlich gesagt. Ja, okay, aber dass damit etwas passiert und das in Stein ins Rollen gekommen ist. Ich finde eigentlich das Beispiel der Documenta deswegen so beeindruckend, weil man dort gesehen hat, dass bestimmte Dinge eben nicht funktionieren, ja, und dass also nicht reagiert worden ist. Also wenn wir davon ausgehen, also natürlich ist diesen ganzen Phänomenen, diesen Fällen, die wir diskutieren, da interessieren sich die meisten immer für die Grauzone und das sind natürlich die schwierigen Fälle. Aber bei der Documenta ist es nun eben so, da haben wir es mit eindeutigen Fällen zu tun gehabt teilweise. Ja, also zumindest einige der Kunstwerke waren derart eindeutig antisemitisch, dass es da eigentlich keine große Diskussion mehr geben konnte. Ja, also ich meine, spätestens bei irgendwelchen Karikaturen mit Hakennasen, da ist für mich eigentlich der Fall klar. Und da stellt der Jude mit SS-Runen. Ja, genau. Also da unterstellt sich mir dann doch auch die Frage, warum eine Ortspolizeibehörde, in dem Fall die Stadt Kassel, da nicht reingegangen ist. Ja, und nicht gesagt hat, einfach hier, Verfügung, das wird abgehängt, weg. Ja, und das dann auch mal durchficht vom Verwaltungsgericht Kassel und meinetwegen bis zum Verwaltungsgerichtshof in Kassel. Ja. Das, finde ich, ist ein großes Versagen gewesen, dass der Staat oder in diesem Fall die Stadt Kassel da nicht reingegangen ist. Und jetzt zu den Antisemitismusklauseln. Da ist die Frage, was verstehen wir unter einer Antisemitismusklausel? Ja, also das ist ja so ein schönes Schlagwort hier. Da hat der Kollege Möllers, finde ich, eine große Arbeit geleistet, indem er gesagt hat, wir müssen da ein bisschen differenzieren. Geht es uns da um Förderrichtlinien oder geht es da um Bekenntnisformeln? Ja, also ich bin der Meinung, bei den Bekenntnisformeln, da werden wir hier wahrscheinlich Einigkeit erzielen. Die braucht es aus meiner Sicht nicht. Die können wir abräumen. Das ist überschrieben. Das ist nicht erforderlich und da rühren wir eben auch letztendlich in das Internum rein der Betroffenen. Ja, also ich, um Antisemitismus in der Kunst zu verhindern oder antisemitische Verwendung von Zuwendungen zu verhindern, dafür brauche ich eine solche Bekenntnisformel nicht. Also da bin ich trotzdem nochmal zurück zur Frage, ob mit einer solchen Klausel auch Misstrauen geschaffen werden kann, wenn der Staat zu den Kulturschaffenden sagt, unterzeichnet das, besteht da die Gefahr eines Generalverdachts aus Ihrer Sicht? Ja, das ist, damit kann ich die Diskussion natürlich tot machen. Ja? Aber ich muss in den Konflikt reingehen, andererseits, sonst kriege ich ihn nicht gelöst. Ich kann nicht von vornherein sagen, ich gehe in den Konflikt nicht rein, weil ich Misstrauen auslöse. Das ist natürlich die Frage, wie ich in den Konflikt reingehe. Sicherlich, aber ich kann mich dem nicht ausweichen, indem ich aufgrund einer diffusen Befürchtung Misstrauen unter der Kunstszene auszulösen. Möchten Sie direkt reagieren? Naja, ich meine, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, es geht ja nicht darum, dass man nicht in einen Konflikt reingeht. Natürlich gehen wir sozusagen in einen Konflikt reingehen. Die Frage ist, ob man mit Mitteln des Rechts in den Konflikt reingeht und unter welchen Bedingungen man mit Mitteln des Rechts in den Konflikt reingeht. Und die andere Frage ist, was man denn genau tut. Also ich finde immer, wir können uns alle darüber einig sein, dass Antisemitismus ein gesellschaftliches Problem ist, ein Hardcore-Problem ist, was wirklich Menschen individuell betrifft und unglücklich macht. Das sehe ich mich immer darauf ein. Auch, dass der Staat eine Verantwortung hat, darauf zu reagieren. Aber wenn es dann darauf kommt, zu sagen, okay, wie geht das denn jetzt? Also was macht jetzt eigentlich die Museumsdirektorin genau? Wie stellt sie das fest? Wie löst sie das aus? Wann nimmt sie was zurück? Was ist die Grundlage? Wer gibt ihr Sicherheit? Dann höre ich eigentlich immer ziemlich wenig. Also ich glaube tatsächlich, dass man das einmal sehr leicht sagen kann, aber wenn man das mal verwaltungsrechtlich operativ und wirklich machen will, dann ist man sehr schnell dabei, zum Beispiel, dass man sagen muss, ja, ein erteilter Förderbescheid kann nicht einfach so zurückgenommen werden ohne eine sehr, sehr klare rechtliche Grundlage. Die man schaffen könnte, für die man aber wahrscheinlich ein Gesetz geben würde. Und ich habe schon den Verdacht, dass der Gesetzgeber da so ein bisschen Angst vor hat, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass diese Zurückhaltung auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man sehr schnell in die Folgeregelung ins Verfahren geht, da müsste man jemanden anhören. Die Konflikte würden auf eine Art sehr, sehr stark dramatisiert dadurch. Das kann man ja nicht unbedingt für schlecht halten. Man kann ja sagen, da ist ein Konflikt, der raus muss. Aber ob das sozusagen das richtig ist, weiß ich nicht. Ich glaube persönlich tatsächlich ganz altliberal, dass die gute alte Skandalisierung das richtige Mittel ist und dass das auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel die Documenta-Geschäftsführung abgelöst wurde, dass ein Bild abgehängt wurde. Nicht, dass ja nichts passiert wäre und dass wir heute auch ganz
anders über die D16 reden, als wir über die D15 geredet haben. Herr Heinemann, Sie sagten gerade, man sei sich ja einig, dass es diese innere Einstellung, dass das zu weit gehe, eine Form des Bekenntnisses zu verlangen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob da Einigkeit besteht. Wir hatten ja hier zum Beispiel den Vortrag aus Schleswig-Holstein, da haben wir diese Klausel ja gesehen, die den Bezug auch auf die IRA-Definition beinhaltet hat. Sie sehen ja diesen Bezug auf diese Definition auch kritisch. Können Sie das nochmal erklären, was Sie daran problematisch? Ja, ich müsste mich dann vielleicht einschränken, insofern, als das, glaube ich, unter den Juristinnen und Juristen vielleicht Einigkeit besteht. Also zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ich bin in der Tat der Meinung, dass es wenig sinnvoll ist, diese IRA-Definition, die im Übrigen ja auch keine juristische Definition sein will, ja, für rechtsverbindlich zu erklären bei der Anwendung ja, von Förderrichtlinien. Ja. Das kann sicherlich als Erkenntnismittel herangezogen werden, wenn ich den Tatbestand des Antisemitismus auslege, ja, oder wenn ich mir die Frage stelle, handelt es sich bei einem spezifischen Sachverhalt um eine Würdeverletzung, ja, dann kann ich das sicherlich heranziehen. Ich kann aber auch andere Dinge heranziehen und es bleibt am Ende immer ein Akt der Rechtserkenntnis, den ich nicht vorwegnehmen kann. Wenn man die IRA-Definition komplett weglässt, die ja zahlreiche Beispiele auch für israelbezogenen Antisemitismus enthält, besteht dann nicht die Gefahr, den israelbezogenen Antisemitismus sozusagen auszublenden? Also dann hätten wir vielleicht keine, Sie haben die Bilder auf der Dokumente angesprochen, keine staatlich finanzierten Bilder von Juden mit Schweinsnasen und Reißzähnen mehr, aber weiterhin eine staatlich finanzierte Dämonisierung und Delegitimierung des jüdischen Staates? Die IRA-Definition für nicht für rechtsverbindlich zu erklären, heißt nicht, israel-spezifischen Antisemitismus aus dem Tatbestand auszuklammern oder sagen wir aus der Schwelle auszuklammern, ab dem der Staat entweder sei es durch Entzug oder Nichtgewährung von Fördermitteln oder eben durch die Ordnung, Ortspolizeibehörde, wo auch immer, halt dann tätig wird. Herr Möller, Sie haben eben von zu illiberalen Definitionen gesprochen in Ihrem Vortrag. Meinten Sie denn auch die IRA-Definition oder was meinen Sie denn damit? Weil das, da klingt ja so ein bisschen durch, als ob Sie behaupten würden, dass es die ganze Zeit unberechtigte Antisemitismus-Vorwürfe geben würde. Habe ich gesagt zu illiberale Definition oder ja, habe ich genuschelt? Habe ich mir so notiert, zu illiberale Definition. Nein, ich glaube, nein, also das glaube ich, also dann habe ich, glaube ich, undeutlich gesprochen. Nein, nein, mein Punkt war erstmal der zu sagen, dass die, und das ist einfach das, was Herr Heinemann auch gesagt hat, also die Logik der Rechtsanwendung entzieht sich genauso wie die Logik unserer Sprache eigentlich solchen definitorischen Bemühungen. Das ist eine alte Gestenweisheit schon aus dem römischen Recht, dass wir im Zivilrecht, generell im Recht Definitionen vermeiden, weil es einfach so nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, der praktische Grund. Also es gibt, glaube ich, einen sprachpragmatisch-theoretischen Grund zu sagen, wir müssen bei Rassismus ist das genau dasselbe. Wir können uns eigentlich nicht auf Definitionen beschränken. Gerichte werden auch sich gar nicht auf Definitionen einlassen. Die werden immer die Fülle des Sachverhalts sagen und sagen, in dem Kontext passiert das und das und darum glauben wir, das ist rassistisch und antisemitisch. Und da werden sie nicht einfach nur Definitionen anwenden. Das ist, glaube ich, der praktische, der rechtspraktische Grund. Und der normative Grund ist hier, dass wir sagen können, also die Definitionen sind halt wissenschaftlich umstritten. Und wissenschaftliche Streitigkeiten kann der Staat eigentlich nicht entscheiden. Und es gibt natürlich Pseudostreitigkeiten und das ist auch manchmal schwer abzugrenzen. Ich würde sagen, es gibt Pseudostreitigkeiten um Klimawandel. Da gibt es keine seriöse wissenschaftliche Meinung. Aber das ist manchmal auch schwer zu gewichten. Aber wir sehen an den Akteurinnen und Akteuren, die an diesem Streit teilnehmen, seriöse Historikerinnen und Historiker sind mit ihrer Definition sehr kritisch. Ich muss mir diese Kritik nicht zu eigen machen, um zu sagen, dass der Staat dann in der Entscheidung dieses Konflikts nicht zu suchen hat. Ist das dann ein Angriff in die Wissenschaftsfreiheit, wenn man diese IRA-Definition da anlegen würde? Kommt immer auf den Fall an, aber kann jedenfalls passieren. Also in dem Augenblick, wo wir das Gefühl haben, dass jemand da systematisch dran gearbeitet hat und sagen wir mal von Fördermitteln ausgeschlossen würde, für die Wissenschaft bezogen werden, sicherlich ja. Sie haben den Vortrag aus Schleswig-Holstein eben gehört. Er sagte ja, es gäbe da noch keine Anwendung. Was meinen Sie, wenn da jemand klagen würde, würde diese Fassung denn überhaupt Bestand haben? Ich habe es mir abgewöhnt, sagen Gerichtsentscheidungen vorherzusagen, weil man damit immer in der Leben liegt. Aber es würde sehr, sehr stark unter verfassungsrechtlichen Druck kommen und ich glaube, das wäre sehr schwer zu rechtfertigen tatsächlich, ja. Wir haben ja eben auch schon über Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz gesprochen. Unterliegen denn personenbezogene Kriterien überhaupt auch diesem Diskriminierungsverbot aus Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, eben wenn es um eine Finanzierung geht? Also darf der Staat Vertreter bestimmter politischer Anschauungen von der Förderung überhaupt ausschließen? Sie haben ja eben gesagt, Antisemitismus sei eine Meinung. Könnte man da nicht sagen, dass
der Staat darf deshalb eben auch keine Personen ausschließen, die eben eine antisemitische Meinung vertreten. Das finde ich in der ganzen Debatte in der Tat einen sehr spannenden Punkt. Also es wird ja immer so Extrembeispiele aufgeführt. Gut, davon lebt man natürlich der Diskurs, indem man halt Argumente ad absurdum führt. Irgendjemand, der sich vielleicht vor 20 Jahren mal antisemitisch geäußert hat, kann man den irgendwie dann als Zuwendungsempfänger ausschließen. Ja? Das ist natürlich absurd. Ja? Darum geht es nicht, sondern ich muss trotzdem am Ende auf die jeweils die Person des Zuwendungsempfängers schauen, um aus dem bisherigen Verhalten ja, eine Prognose erstellen, gehe ich davon aus, dass das Geld, dass die Zuwendung für antisemitische Zwecke verwendet wird. Ja, das ist aber eben recht völlig normal, dass wir sowas machen. Ja, wir können ja nur unter dem oder aus dem, was wir bisher erlebt haben, schließen, was in Zukunft mit dem Geld, wenn ich dem jetzt dem Zuwendungsempfänger Geld gebe, was er damit voraussichtlich tun wird. Und da kann natürlich antisemitisches Verhalten in der Vergangenheit durchaus ein Indiz oder muss ja notwendig ein Indiz sein. Woran soll ich denn sonst anknüpfen? Die Frage ist natürlich, wenn das 20 Jahre zurückliegt und seither der Betroffene sich unbescholten verhalten hat, ist das sehr, sehr unwahrscheinlich. Davon aus, aber wenn ich jetzt der Bewerber Horst Mahler heißt oder so, dann ist es wohl eher wahrscheinlich. Ja? Da haben wir also keinen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot. Natürlich, ich habe ja gesagt, also ein Verstoß ist das, also das ist eine Beeinträchtigung, ja, aber es ist eine zu rechtfertigende, wenn denn die Prognose stimmt. Man, das Problem scheint mir nicht darin zu liegen mit der Prognose, sondern das Problem scheint mir eher daran zu liegen, ob man sozusagen schutzbereichsbezogene oder nicht schutzbereichsbezogene Kriterien hat. Also vulgo, wenn jemand sich in irgendeiner Weise antisemitisch geäußert hat, warum schließen wir ihn denn von der Kunstförderung aus, wenn er, sagen wir mal, Klarinette spielt? Oder warum fördern wir von der Wissenschaftsförderung aus, wenn er Kernphysik macht? Das ist, glaube ich, die Frage, die auch so ein bisschen die Kunstinstitution ehrlich gesagt umtreibt. Wir haben alle Programme, wo wir Leute einladen und die Leute machen vielleicht irgendwas und gleichzeitig haben sie sehr, sehr seltsame Ansichten zum Nahostkonflikt, die wir wahrscheinlich vielleicht auch schon als antisemitisch bezeichnen würden. Schließen wir die jetzt aus oder nicht? Das ist doch die Gretchenfrage. Und auf die Antwort hätte ich gerne, auf die Frage hätte ich schon gerne eine Antwort und da finde ich, die Antworten bisher sind da so ein bisschen undeutlich. Nicht? Das heißt, die Leute dürfen dann antisemitisch sein, solange sie das dann in dem Programm, das gefördert wird, nicht zeigen? Ja, das frage ich Sie. Also ich meine, was denken Sie davon? Also ich würde erstmal sagen, jedenfalls ist es schwierig zu sagen, dass jemand, der Kernphysik macht und ein Antisemit ist, dass die Nichtförderung kein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit darstellt oder gerechtfertigt. Man würde eher sagen, machen wir das so oder machen wir das nicht so? Da würde ich aber gerne einen haben, weil da gibt es einen spezifischen Unterschied. Ich kann Kernphysiker sein und Kernphysik betreiben und ein Antisemit sein, aber dann wirke ich durch mein Kernphysikertum ja nicht antisemitisch in die Gesellschaft hinein. Wenn ich allerdings Künstler bin und antisemitische Kunst produziere, die dann in staatlich geförderten Museen hängt, ja, dann ist das schon eben ein Unterschied. Naja, okay, aber ziehen Sie das dann auch zu Ende? Also sagen wir mal, hängen Sie jetzt auch, was ist denn so mit Parzival? Also hängen Sie jetzt sagen auch alte Kunst ab oder Celine? Also gehen Sie sozusagen da auch rein? Also ich sage das ehrlich unsicher, wo man da jetzt genau hin will. Also will man dahin zu sagen, es gibt eine politische oder lebensweltliche Bedrohung von Jüdinnen und Juden in diesem Land und mit der müssen wir umgehen. Und zu der gehört vielleicht auch, dass es ein ganz schlimmes Zeichen ist, dass bestimmte Formen von Praxis staatlich gefördert werden, ja. Aber wo ist da genau die Grenze? Und ich finde, da verhält sich die Politik auch sehr undeutlich. Geht die Grenze hinein zu sagen, persönliche Überzeugung von Leuten, die staatliche Förderung kriegen, schließen die von der Förderung aus? So etwas wie einen BDS-Aufruf zu unterzeichnen, wäre ja auch eine persönliche Überzeugung. Das würde Ihnen also nicht ausreichen. Naja, ich meine, ich frage mich, was sagen Sie? Ist das ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit? Ich meine, ich würde Herrn Heinemann gerade mal fragen, also wie er so einen Fall beurteilt. Ich bin ja eher sozusagen hier vielleicht der Skeptiker. Jetzt bei dem Kernphysiker, Kernphysiker, der einen BDS-Auftrag. Ja, finde ich, natürlich ist das ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. Also da bin ich völlig, also weil, wenn ich jetzt. Das würde ich schon sagen. Also ich bin weniger bei dem Kollegen Schwarz, der da sehr zurückhaltend ist. Ich sehe schon den Eingriff. Deutlicher, ja, und denke, dass man eben auf der Rechtfertigungsebene dann arbeiten muss. Kann man und in dem Fall, das ist die Frage. Ich glaube, da wird es auf jeden Fall deutlich schwieriger als bei antisemitischer Kunst, die in der Dokumente hängt, weil die eben nicht in die Gesellschaft rein. Also ein antisemitischer Kernphysiker, der zu Kernphysik publiziert, aber eben nicht antisemitisch publiziert, der eben nur intern irgendwie Antisemit ist, das ist
es gibt kein Bedürfnis, da einzugreifen. Ich würde da mal kurz aus diesem viel diskutierten Verfassungsblog-Beitrag diskutieren, der eben zitieren, der eben schon mehrfach hier thematisiert worden ist, des großen Autorenteams. Ich zitiere, dass jemand AfD-WählerIn oder BDS-UnterstützerIn ist, spielt für die meisten Zuwendungsprojekte im Kunst- und Kulturbereich keine unmittelbare Rolle und darf daher dann auch keinen Ausschlussgrund darstellen, weil auch das eine Grundrechtsverletzung wäre. Sehen Sie das auch? Die Frage ist doch nicht letztendlich, ob jemand Antisemit ist oder ob jemand, ob als Künstler oder als Physiker, sondern die Frage muss doch immer sein, werden die Mittel, die zugewendet werden, zu Zwecken eingesetzt, die antisemitisch wirken, ja, die zu einer Würdeverletzung führen. Wenn ich einen Kernphysiker fördere, der Antisemit ist, auf dem Gebiet der Kernphysik in seiner Wissenschaft, dann führt das voraussichtlich nicht zu einer Würdeverletzung jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, ja, von Judinnen und Juden. Sollte man trotzdem verhindern, dass diese Person staatliches Geld bekommt. Wenn ich allerdings eine Kunstausstellung fördere, bei der eben antisemitische Kunst hängt, dann ist das für mich einfach ein anderer Sachverhalt mit auch anderen Rechtsfolgen. Das heißt, also wie gesagt, nochmal zur Frage zurück, also sollte man nicht trotzdem dann versuchen, dass eine Person, die sich antisemitisch äußert oder die ein antisemitisches Weltbild hat, eben kein Geld aus vom Staat bekommt, auch wenn es für das jeweilige geförderte Projekt eine Rolle spielt. Das ist einfach ein fundamentaler Unterschied, ob jemand, in dem einen Fall reden wir von dem wirklich dem Internum, ja, wo vielleicht der Staat auch wirklich nicht rein zu regieren hat, wenn er nicht seine Liberalität selber preisgeben will, ja. Und das andere ist eben der öffentliche Raum der Kunst. Das ist was völlig anderes. Herr Müllers, wir haben eben auch ein Teil dieses schleswig-holsteinischen Vortrags war Teil dieser Klausel offenbar, dass man sich zu einer vielfältigen Gesellschaft bekennen sollte. Das ist nicht die einzige Klausel, die dieses Bekenntnis zu einer vielfältigen Gesellschaft enthält. Was soll das überhaupt bedeuten und ist es nicht viel zu unspezifisch für so eine Regelung? Ja. Würde ich auch sagen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich würde tatsächlich sagen, dass Diskriminierungstatbestände bei aller Unschärfe, die auch ein Problem sein kann, natürlich schon irgendwie, ich habe das so genannt in meinem Gutachten, die konkrete Negation einer Bevölkerungsgruppe irgendwie entlernen und damit auch sagen, da wird etwas wirklich sehr handfest abgelehnt, Menschen werden da abgelehnt aufgrund einer Gruppeneigenschaft. Das ist nicht immer einfach zu definieren, aber dann hat man trotzdem irgendwie einen Anhaltspunkt. Was eine vielfältige Gesellschaft ist, ist eigentlich fundamental unklar. Ich würde generell sagen, es kann ja nur darum gehen, Leute zu schützen. Es kann nicht darum gehen, politische Utopien zu verwirklichen. Ich habe nichts gegen eine vielfältige Gesellschaft, im Gegenteil, aber das kann nicht das Programm sein, an das wir jetzt irgendwelche staatliche Förderung anknüpfen. Die Berliner Vor allem nicht das Programm für Grundrechtseingriffe. Die Berliner Justizsenatorin Barenberg will künftig vor einer Förderung den Verfassungsschutz zu Rate ziehen, sagte sie kürzlich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Ist das eine gute Idee? Nein. Warum? Weil eben auch bei der Bekämpfung von Antisemitismus wir dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unterliegen, ja, der im Übrigen viel, viel älter ist und wahrscheinlich auch freiheitssichernder, jedenfalls nach meiner persönlichen Meinung, als die Grundrechte selbst ist, ja. Also das ist doch hardcore, dann kommen wir wirklich, das ist ja Thought Control, wirklich wäre das, ja. Also dass ich wirklich jeden, der sich auf eine Zuwendung bewirbt, erstmal durch den Nachrichtendienst sich durchleuchte. Ja, ich meine, die Ironie ist natürlich, und das würde ich, glaube ich, Frau Badenberg, das ist vielleicht das schmerzhafteste Argument für Frau Badenberg dagegen, ist, dass es, glaube ich, den Verfassungsschutz total delegitimieren würde. Der Verfassungsschutz, der sozusagen jede staatliche Aufgabe kontrolliert, wäre eine verhasste Institution, würde komplett seine Legitimation bewirken, weil er dann halt nicht mehr ein Organ wäre, das sozusagen den ganz großen Sonderfall der Verfassungsfeindlichkeit überprüfen würde, sondern eigentlich potenziell alle. Also die Idee ist sehr, sehr, sehr seltsam. Vor allem, weil auch die meisten Fälle von Antisemitismus überhaupt nicht in den Zuständigkeitsbereich der Verfassungsschutzbehörde fallen. Genau, weil es geht ja um den Schutz der politischen Ordnung im Ganzen und nicht um Diskriminierung. Wir werden sehr viele antisemitische Äußerungen kennen, die nicht den Umsturz der Ordnung zum Ziel haben. Ja, und ich bin auch da der Meinung, wir müssen Schwerpunkte setzen. Ja? Also auch der Staat sollte Schwerpunkte setzen. Und die Vorstellung, also das ist ein riesiges Feld. Ja. Die Vorstellung, dass jeder potenzielle Zuwendungsempfänger, jeder Bewerber auch nur, ja, auch die Unterlegenen, die dann alle durchleuchtet werden müssen, allein was das an Aufgabe ist, nicht zu bewältigen. Ja.
Das wird die Justizsenatorin sicherlich auch noch merken. Ich würde gerne gleich die Runde hier öffnen, sozusagen auch Ihnen hier allen im Plenum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Hatte aber vorher noch eine Frage, eine abschließende Frage an Sie beide. Und zwar würde ich Sie gerne auf den Vorschlag des TIKVA-Instituts ansprechen. Sie schlagen ja vor, die Landeshaushaltsordnung zu ändern und alle Förderungen an den Schutz der Menschenwürde und der Unterstützung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu binden. Zusätzlich soll dann da noch festgestellt werden, dass antisemitische, rassistische und sonstige menschenverachtende Konzepte wie Inhalte, die mit der Menschenwürde nicht vereinbar sind, dass diese Inhalte eben gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Und das soll eben einer Zuwendung entgegenstehen. Ganz konkret Paragraph 23, also Zuwendung der Landeshaushaltsordnung ändern. Zuwendung nur, wer Menschenwürde schützt und die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterstützt. An Sie beide die Frage, erfüllt dieser Vorschlag die verfassungsrechtlichen Anforderungen an ein allgemeines Gesetz, die rechtliche Bestimmtheit und die Bedingungen für die zulässigen Schranken? Also als Jurist habe ich das natürlich gerne mal schriftlich. Ich habe es mir gerade vorgelesen. Ich würde erst mal sagen, ich hätte so ein bisschen Bedenken, dass der Landeshaushaltsgesetzgeber die FDGO legal definiert. Ich glaube, damit würde er sich ein bisschen übernehmen. Zweitens glaube ich, dass man nicht dazu verpflichtet ist, die Menschenwürde zu schützen als Individuum. Zu achten, ja, der Staat ist dazu verpflichtet zu achten, aber nicht das Individuum. Da muss man nochmal genau gucken, also da muss man mal sehen, also eine staatliche Schutzpflicht ist keine Schutzpflicht zwischen Bürgern. Und drittens würde ich halt auch nochmal fragen, okay, wie stellt ihr euch den Vollzug vor? Wer macht, ist der Haushaltsausschuss, geht der dem jetzt nach? Wer kümmert sich eigentlich darum? Oder ist es ganz offen nur ein Symbol? Wie gesagt, kann man machen, aber man soll es dann auch so sagen. Man soll nicht Vollzugserwartungen wecken mit Gesetzgebung, die man nicht erfüllen kann. Hannemann, soll ich noch mal vorlesen, den Vorschlag? auf die Gefahr hin, dass ich jetzt den Punkt nicht hundertprozentig treffe, weil ich den Text jetzt nur grob vor Augen habe. Aber also ich sehe das ähnlich wie der Kollege Möllers. Ich finde es einen interessanten und wichtigen Diskussionsvorschlag, den man weiterdenken sollte. Ich denke auch, dass es vielleicht diesen Passus mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vielleicht auch gar nicht braucht, um das Ziel zu erreichen, das man verfolgen will. Wichtiger ist, glaube ich, eher die Frage von Würdeverletzungen. Das ist für mich eigentlich der Kernbereich, um den es hier geht. Und es vielleicht da auch nochmal darauf zu präzisieren. Und in der Tat, also da würde ich dann doch sagen, natürlich der Artikel 1, Absatz 1 richtet sich wie alle Vorschriften im Grundrechtsteil in erster Linie an die Hoheitsträger, an den Staat. Es ist aber auch klar, dass der Staat nicht alle, also Würdeverletzungen der Grundrechtsträger untereinander hinnehmen muss oder auch hinnehmen darf. Und da ist eben der Punkt, finde ich, wo man einhaken muss und wo man sich wirklich die Frage stellen kann, wo es meines Erachtens wirklich sinnvoll wäre, mal eine Regelung haushaltsrechtlicher Art zu schaffen.